Hallo zusammen, gestern ging's um diesen Katalog, wie heute auch. Gestern ging's um diese Kühlbox und heute geht's um eine Kühlbox weiter, die Seite 22. Gestern habe ich diese Kühlbox vorgestellt, die eine Temperatur hier jetzt von 37,5 Grad hat. Und wir haben dann eine, die ist ein Stück höher. Der 95%ige Wodka gefriert auch nicht hier drin. Da müsst ihr schon schlechteren Wodka kriegen. Aber ich stell die Box jetzt auf die Seite. Und jetzt geht es um die Box, die ein bisschen größer ist. Aber es geht eigentlich auch nicht um die Box. Weil eine Box zu zeigen, die einfach nur 6 cm höher ist, bringt es eigentlich ja nicht. Und ich habe jetzt auch nicht die Box hier, sondern ich habe eine hier ausgestellt. Angeschrieben ist die, die ich euch eigentlich vorstellen wollte. Das ist die B56 GTT. Das ist eine Box. Ihr seht jetzt hier, ich habe hier eine Temperatur, das blinkt bei der Kamera hier, das ist eine Sony ZV-1, die hat eine Temperatur von 74,1 Grad und hier habe ich ein Thermometer, das zeigt minus L an. Ja, dieser Thermometer zeigt L an, wenn ich jetzt hier die Box öffne und den Thermometer rausziehe, das Kabel ist so ziemlich hart. Das Kabel ist gebrochen. Also das ist hier nicht mehr flexibel. Das bricht bei den Temperaturen. Habe ich also ein Thermometer geschrottet, weil hier sieht man es jetzt, das Kunststoff außenrum ist abgeplatzt bei minus 70 Grad. Und aus diesem Grund ist der Thermometer jetzt halt Schrott. Diese Kühlbox hier, die wird auch logischerweise mit 12 Volt betrieben. Ich habe hier einen Stecker, ich habe hier ein Kabel und ich habe hier eine Batteriebox von uns. Und hier stecke ich ein und das Ding läuft auf 12 Volt. So kann ich diese Einheit ins Auto packen und ich habe dann etwa 3 Stunden Zeit, weil in 3 Stunden ist das Ding leer, vielleicht 4 Stunden, um einen Transport durchzuführen. Weil diese Box braucht Spitze bis zu 30 Ampere Stunden pro Stunde. Wir haben auch nicht einen Kompressor drin, sondern wir haben 2 Kompressoren drin, beziehungsweise 2 Kühlsysteme. Bei dieser Box hier habe ich ein Kühlsystem, das kühlt runter bis etwa minus 20 Grad, 30 Grad. Und dann habe ich ein zweites Kühlsystem, das kühlt dann runter bis minus 80 Grad. Die Box geht jetzt hier noch ein bisschen runter, aber ja, mehr muss ich dazu nicht sagen. Die Box ist Standardversion, die geht nur bis minus 30 Grad, das ist eine normale Kühlbox. Die GTT, die hier steht, die diese Temperaturen macht, die kostet auch 2 Euro mehr. Und zwar kostet die 5200 Schweizer Franken ohne der Batterie. Wenn ihr sagt, ich brauche die Box ja nur einmal, ihr könnt die Box bei uns mieten für einen Transport, wenn ihr die Temperaturen von eben unter minus 70 Grad braucht, ist eine Möglichkeit. Ja, viel mehr zu der Box zu sagen, kann ich nicht. Ich verlinke aufs Video von der von gestern, wo der Wodka gefriert. Die ist einfach ein bisschen größer und die nächste Box, die kommt, die ist noch größer. Und da gefriert logischerweise der billige Wodka auch. Dieser 95%ige Wodka, der braucht zum Gefrieren
Also ihr seht, 95%. Der braucht dann etwa minus 100 Grad. Ja, das ist gewesen heute. Die Links habe ich euch und ich wünsche euch Abo da lassen. Dann bringe ich noch ein paar komische Boxen und ich wünsche euch einen schönen Tag.